Jetzt wurden viele sexuelle Fängt Bele gut an. ja, Belästigungen. Ah, Mist. Also du weißt doch, für mich musst du dich nicht duschen. Das weiß ich doch. Du machst es doch schmutzig. Auf jeden Fall. Und käsig. Wie unseren Brennpunkt Internet. Hallo Leute. Laufen Na, wir schon, ja? Wir laufen, ja. Wir laufen bald nicht mehr, weil wir alle an Corona gestorben sind, bla bla bla. Hallo, wir sind Brennpunkt Internet. Wir fassen für euch die letzte Woche zusammen. Ja. Besonders mit Hinblick aufs Internet natürlich. Und aus dem Internet. Aber auch manchmal in eigener Mission. Und so auch heute. Damit ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Hallo. Von Tino Ranacher. Und Robin Nosterafu TV. Hallo Leute, na, wie ist es? Wir waren beim Stadtrat, Tino. Wollen wir da vielleicht ganz kurz drüber reden, weil zumindest eins, zwei Punkte fand ich ganz lustig. Dass ich dich mal da sehe, das ist so interessant, ja. Dass du dich jetzt so in die Politik einmischst. Weil du wolltest gerade sagen, dass ich mich da mal herablasse. Genau, genau. Ja, also es ging ja ursprünglich um Skaten. Unser guter Gast, wir haben übrigens nächste Folge Jubiläum, wir brauchen wieder einen Gast oder was Besonderes. Ihr könnt euch gerne melden, liebe Leute. Ja, wir können auch mal wieder irgendwo auf einem Klo aufnehmen oder so, ist auch kein Problem. Muss ja nicht immer ein Gast sein. Wir wollten nochmal in eine Disco gehen oder so und aufnehmen. Ja, das stimmt. Wird schwierig, glaube ich, klangtechnisch. Ja, könnte man, scheiße, Alter, die 100. Folge oder so. Die beschissenste von allen. Das muss die kottigste Ausgabe werden. Ja. Oder wir machen einfach alles mal, weißt du, in der 100. experimentieren wir 10 Minuten da, 10 Minuten dort, 10 Minuten auf dem Dancefloor. Ah ja, und gucken, wie es am besten läuft. Dann müssen die Leute nicht die ganze Zeit Dancefloor ertragen, wenn es wirklich ganz schlimm ist. Wir schulden den Menschen sowieso noch einen Brennpunkt mit Bild, ne? Das stimmt. Wir wollten ja etwas... Dann machen wir das einfach jetzt. Einen Käsekuchen backen wollten Ach, wir. Ach so, ne, ja, vielleicht doch. Machen wir das? Nee. Machen wir nächste Folge einfach, Folge 60 mit Bild. Ja, wir fangen mal mit Bild YouTube. An, ja. Ganz für entspannt. YouTube, also für die Radio-Zuhörerinnen wird es sich nicht ändern und für die Spotify-Hörerinnen. Aber die haben es halt auch nicht verdient. Haben sie auch nicht. Da muss man ehrlich sein. Das Beste ist auf jeden Fall YouTube, der beste Kanal. Denn da gibt es auch ein paar Moneten vielleicht für Werbung, keine Ahnung. Yes, ja, also ich glaube, der ist schon gar nicht mehr monetarisiert, der Ach Kanal so. An sich. Aber durch Hörerwünsche, 20 Euro, hä? Gerade erst wieder einen abgeseilt. Abgeseilt, ins Klo reingefüttert. Richtig schön. Ja. Für 20 Euro könnt ihr euch eine Stunde kaufen über ein Thema eurer Wahl. Kommt Mittwoch, Stimmen. Kommt nämlich der Brennpunkt zum Thema Sterbehilfe. Das ist ein brisantes Thema gewesen. Und nein, wir waren natürlich überhaupt nicht wieder geschmacklos und haben... Gar nicht. Wir haben diverse Wege behandelt, wie man denn Oma Gerda am besten umbringt. Wir haben differenziert und erwachsen über dieses Thema gesprochen. Auch. Und, ja. Ja. Nur. Aber darum soll es jetzt heute erstmal nicht gehen. Es geht nämlich um die vergangene Woche, die erste Märzwoche so ein bisschen. Auch wenn es nicht viral ging, aber für uns schon durch unsere viralen Gehörgänge ging es schon viral. Durch unser Corona, was wir da überall verteilt haben. Das auch, genau. Mhm. Also ging es quasi schon viral. Der Stadtrat hat Sitzung gehabt und es war, naja. Also man muss dazu sagen, ich habe nicht alles mitgekriegt, ja. Aber da, was da teilweise für Anträge und Fragen gestellt werden, das ist schon sehr interessant. Es war aufregend, das mal zu sehen, so wer welche Anträge stellt, wer wie antwortet und auch auf was für einer Ebene die sich beleidigen teilweise, ja. Und das, was da auch für Theater gespielt wird irgendwie, das ist schon irgendwie auch lustig, von allen Seiten. Also für Leute, die jetzt das vielleicht gerade nicht auf dem Schirm haben, es geht um den Stadtrat von Weimar, wo wir wohnen. Tatsächlich. Und ich weiß leider bis heute nicht, es ist entweder die von Weimarwerken gewesen oder wie heißt das? Wie heißen die da? Weimarwerk, ja. Weimarwerk, ja. Oder CDU, konnte ich leider nicht zuordnen, war auch zu faul, dann aufzustehen und davor zu reden, zu gucken. Auf jeden Fall hat die quasi einen Antrag gehabt, wie das denn jetzt ist, wenn Demonstrationen in der Stadt sind, ob man die nicht irgendwie dahin verfrachten kann, wo es keinen stört. Den Antrag fand ich schon sehr, sehr, oder eine Nachfrage, vielleicht nicht mal ein Antrag, sondern eine Nachfrage. Also das war ja schon sehr sehr grundgesetzfeindlich eigentlich, wenn man das ganz streng nimmt. Schon so ein bisschen komisch, ne? So, ey, ihr dürft zwar demonstrieren, aber macht das mal da oben im Industriegebiet, wo euch kein Schwanz sieht. Oder zu Hause. Ja. Und dann wurde halt klar gesagt, ich weiß gar nicht, welche Rolle er da gespielt hat, der da meistens geredet hat. Stadtratspräsident, keine Ahnung. Sowas. Ja, ja.
Auf jeden Fall wurde da klar gesagt, nee, das ist halt Grundgesetz so, ja, dass du hier dich versammeln darfst und so. Die Demonstrierenden melden quasi diese Demo an. Ich habe ja auch schon Demos angemeldet. Da kannst du eben sagen, pass auf, wir wollen 13 Uhr am Sonntag auf den Theaterplatz gehen und wollen dafür mehr Bürgergeld demonstrieren zum Beispiel. Ja. Da kann keiner dir vorschreiben, dass es nicht geht. Ich sehe gerade hier schon wieder, bei Radio Lotte ist immer alles professionell. Wie geht denn das überhaupt, dass ich jede Woche von einer anderen Person die Tür aufgemacht bekomme? Ja, ne? Was ist denn hier für ein Laufhaus? Leute, aber ich sehe ja gerade bei unserem Programm, es nimmt auf, aber da ist keine Tonspur. Wollen wir jetzt auf gut Glück einfach machen? Das war, glaube ich, schon mal so und es ging dann. Das schon so, ja, wo dann der ganz junge Praktikant dann gesagt hat, das ist normal, das passiert manchmal. Naja, im Zweifel gibt es halt keinen Brennpunkt. Dann sehen wir uns heute Nacht nochmal auf dem Dancefloor und nehmen dann nochmal auf. Gut, dann hat sie noch gesagt, wie ist das, kann man nicht, wenn das da angemeldet ist auf dem Theaterplatz, das dann quasi verschieben. Und dann wurde auch klar gesagt, dass das in den seltensten Fällen aus Sicherheitsgründen mal gemacht wird, ansonsten nicht. Man meldet das an, wo man das möchte und dann wird das da auch gemacht. Und dann hat sie nachgefragt, das war das Allergeilste, und der Bürger muss das dann erdulden, oder wie? Und dann war die ganz klare Antwort ja. Das war zumindest ein kleiner Lichtblick. Aber auch sonst, dann ging es um die steile Straße, diesen steilen Weg neben dem neu gebauten Bauhausmuseum. Ja. Der ja, ach, so gefährliche Weg, dass wo man dann ein auch. Schild aufstellt. Vorsicht, das könnte steil sein. Ja. Wo man dann irgendwie auch klar gesagt hat, dass es bisher gar keinen Unfall da gab, sondern dass es quasi nur die Angst davor gibt, dass da ein Unfall passieren könnte. Wie so oft. Ja, das ist dann wohl ein Weg mit einer Steigung von 12% oder irgend sowas, wurde gesagt. Kann, ne? Sein. Und wenn dann im Winter da der Schnee liegt, ja, dann ist das gefährlich. Wenn Oma Gerda ja ausrutschen, sich die Hüfte rausschießen. Wenn Oma Gerda nicht rafft, dass es an einem steilen Berg irgendwie Ausrutschgefahr gibt, dann ist das natürliche Auslese, wenn sie dann auf die Schnauze fliegt. Also es sind viele Lappalien auch gestellt worden. Ja. Und dieses Thema war halt das, was am meisten besprochen wurde, ja, mit diesem scheiß steilen Weg. Eine halbe Stunde über einen steilen Weg. Bleibt da jetzt ein halbes Jahr dieses Schild stehen immer? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ich fand lustig, also ich kannte ja auch nicht jeden dort, ja. Ich wusste auch nicht, von welcher Fraktion wer jetzt kommt. Aber die AfD hast du halt sofort erkannt, so mit den dümmsten Beiträgen. Das hat auch Danny dann bekannt, erkannt. Das fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht ist oder so. Aber die saßen da in so Stuhlreihen wie in einer Klasse. Ja. Und zwischen AfD und allen anderen war der Abstand doppelt so groß. Ja. Überall war so ein halber Meter und da war es über ein Meter. Durchlaufen, ja, natürlich. Es war ganz witzig. Das ist immer so, auch die NPD damals saß immer ganz links außen, oder ganz rechts außen, je nachdem, wie man es betrachtet. Ganz alleine. Und die AfD, also einer hat halt eine Frage gestellt, ob sich nicht der BGR, also das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus, nicht mal von dem Stadtrat verantworten kann und quasi einen Bericht abgeben, was sie so machen. Und da meinte dann der Oberbürgermeister oder so, dafür ist doch der Kulturausschuss zuständig. Da meinte der AfD, das müssen aber alle mal mitbekommen, was die machen. Da meinte dann der Oberbürgermeister, ja, aber sie sitzt noch im Kulturausschuss. Ach ja, stimmt. Dann war es das wieder. Okay. Also ja. Das war wieder so ein Ding von wegen, ja, eine Viertelstunde den Verkehr aufgehalten im Stadtrat und halt für nichts. Weil die AfD echt so aus Taugenichtsen besteht. Man sieht es halt immer wieder. Vielleicht nicht nur, aber es sind schon ein paar dabei. Es ist aber schon auffällig, oder? Es wird da hinkommen und die dümmsten Anträge und Fragen kommen von der AfD. Also die anderen beiden, die ich jetzt gerade benannt habe, die waren auch sehr dumm und kamen nicht von der AfD. Ja, also vielleicht sind einfach alle dumm. Das habe ich auch in meinem Stream bemängelt, ja. Dass es so viele Politiker gibt, die nicht mal halbwegs eloquent sind, ja. Das sind jetzt nicht hier irgendwie wirklich ganz hochrangige Politiker. Das sind halt, ist halt Stadtrat, ja. So. Aber dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, irgendwie halbwegs ordentlich zu reden. Und wenn sie dann aber reden, haben sie dann auch noch zusätzlich dieses typische versteifte, ich bin ein Politiker-Gespräch, ja. Sie versuchen es zumindest. Ja, aber ja. Es kommt halt nichts rüber. Es ist immer das gleiche Programm. Ja, du musst das halt mal so sehen. Das sind ja auch Vertreterinnen aus der Gesellschaft. Und das sind nicht alles Rhetoriker, das sind halt Ärzte und Juristen und Bauarbeiter. Aber die machen das ja tagtäglich. Also alleine durch die Übung müsste ja mit der Zeit sich so ein bisschen. Also im Bundestag verstehe ich das schon oder im Landtag auch, aber so Stadtrat ist halt so, das ist halt der Opa Gerd von nebenan, der sonst sonntags mal in seinem Schrebergarten sitzt und Blumenkohl pflanzt. So, und dass der sich nicht eloquent ausdrücken kann, das ist doch. Finde ich noch in Ordnung. Aber du hast prinzipiell recht, ich würde auch gern viel, viel besser verstehen, was da vor sich geht. Und manchmal hätte ich auch ein bisschen mehr Kompetenz in der Politik.
Ich finde auch einfach, also das hat auch wieder ein Stück gezeigt, warum Trump auch so ein beliebter Präsident ist bei vielen Leuten, weil der halt einfach eben nicht dieses Versteifte, so ich spreche jetzt mal so weltfremd, weißt du? Mhm. Man kann ja auch irgendwie sich gewählt ausdrücken, ohne gleich, man kann ja trotzdem irgendwie, ich weiß gar nicht, was es ist, aber so eine gewisse Energie im Sprechen haben, die halt zeigt, okay, ich spiele jetzt nicht die Rolle, ich bin Politiker, sondern ich bin jetzt ich selbst und spreche halt so. Also das ist immer so das für mich das Leute Problem. Schon. Ich kann mir das gut vorstellen, ja, dass die gerade einfache Lösungen haben wollen und auch eine sehr leichte Sprache. Na, da geht's nicht mal unbedingt drum, ja. Gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der beste Rhetoriker bin, so, ja. Aber ich glaube, dass ich halbwegs authentisch rede, auch wenn ich mich mal etwas gehobener ausdrücke. Mhm. Darum geht's mir eher so, weißt du? Nicht irgendwie einfache Lösungen einfach nur anbieten, sondern dich halt nicht irgendwie so, oh, ich stecke mich jetzt in diesen Anzug und auf einmal sehr geehrter Herr Stadtrat, so, also ja, diese Kombination aus beidem war halt für mich sehr, sehr schwierig zu verfolgen. Naja, aber jetzt haben wir auch ganz schön viel schon darüber geredet. Aber jetzt geht es ja um deinen Antrag, um dein wichtiges Thema. Ja, es ging um Skaten in Weimar und da ich jetzt hier einmal das Sprachrohr habe schon wieder und Weimarer Zuhörer gerade am Funkgerät mir lauschen, das ist ganz großer Bullshit, was da teilweise immer wieder erzählt wird. Der Antrag kam von unserem Ehrengast Daniel Graz, ganz netter. Liebe Grüße. SPD-Mann. Wir haben ihn echt lieb geworden, muss man sagen. Von anfänglicher Skepsis zu, er ist doch ganz cool. Kann jemand, der in der SPD ist, eigentlich ein Mensch sein? Ja. Das war der erste Gedanke. Gut, nein, es ging ja darum, dass in Weimar, besonders im Winter, ist hier gar nichts los, was Skaten und so angeht. Du kannst nichts tun. Aber es ging auch darum, dass in Weimar Nord ein sehr ranziger Skatepark ist und in Weimar Süd bei Oberweimar ist ein noch viel ranzigerer Skatepark. Nicht, das kann man nicht mal Skatepark nennen, es ist ein kleines Gelände. Und Weimar Hallenpark ist auch was ganz ja, Tolles, so eine Titte, genau. Titte hast du gesagt. Genau, die Titte im Weimar Hallenpark. Da wurde ganz viel aufgelistet und ich dachte mir bei jedem, ja, kenne ich, ist scheiße, ja, kenne ich, ist scheiße. Du musst dir das vorstellen, das ist, als würde jemand einen Antrag machen, Oma Gerda wieder, ne, die will jetzt irgendwie einen schönen Fahrradweg rüber nach Jena oder so durchs Webicht und die bauen ihr da so einen Mountainbike-Hindernis-Parcours auf und sagen dann, hier hast du doch deinen Fahrradweg. Ja. So, genau so ist das, nur natürlich umgedreht, dass wir halt einen geilen Platz, am besten einen glatten Platz zum Skaten brauchen. Und dann bauen die halt da eine Titte hin, also so einen kleinen Bubbel in den Weimarhallenpark, wo tagtäglich 50 Kinder drauf sind. Du kannst da nichts machen. Und solche Stellen gibt es halt zehnfach in Weimar. Mhm. Und die wurden dann aufgeführt, beschwert euch doch nicht, es gibt doch so viel Angebot in der Stadt. Und das ist so fern weg vom Thema. Das war ein bisschen schade, dass ich in dem Moment da nicht sagen konnte. Aber du warst ja in Kontakt zum Herrn Graz. Ja. Auf jeden Fall wurde gesagt, dass das Skaten auf dem Theaterplatz geduldet ist und darauf werde ich mich jetzt ab sofort beziehen, wenn ich mal wieder von der Polizei da aufgehalten werde. Dann sage ich, nein, 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 der Stadtrat hat gesagt. Du musst der Stadt... Ja, irgendwie ist wieder Freitag heute. Ach ja, ist wieder Freitag. Die sind ganz schön faul geworden die letzten Wochen, aber heute sehen wir sie mal wieder. Nee, sonst sind die noch am Theaterplatz gestartet, jetzt starten die offenbar wieder hier am Goetheplatz. Was aber ist denn los? Ist die Welt denn immer noch nicht gerettet, dass sie immer noch umlaufen müssen? Ich dachte, jetzt ist der Klimastreik vorbei, jetzt fängt es mit Corona an, aber offenbar nicht. Aber das ist ein Brandherd, ne, für Corona-Übertragung. Keine Frage, Hand in Hand gegen alleine Corona. Alleine, man weiß ja auch, diese ganzen Hippies, die waschen sich immer nicht. Das sind ja echt alles Kinder, ne? Das ist unfassbar. Ist richtig gut gemacht bei Fridays for Future. Bei diesen Schülerdemos, dass da auch immer nur Kinder sind. Wir können nie mitlaufen, weil wir immer hier aufnehmen müssen. Furchtbar, ja. Furchtbar. Ich glaube, da läuft Lord Abaddon und Jolli laufen damit. Ja, keine Frage. Naja, gut, das war auf jeden Fall jetzt ganz schön viel Weimar. Wir müssen natürlich auch ein bisschen globaler werden, ja, liebe so Leute. Ja. Nee, wir können uns ja ein bisschen rantasten. Und zwar, was für uns gerade ganz wichtig war, ich kann mich nicht konzentrieren. Wir werden jetzt ein bisschen größer. Es geht jetzt um Thüringen. Genau, Thüringen. Ah. Die große Landtagswahl und Ministerpräsidentenwahl. Oh, die nerven ein bisschen da draußen. Scheiß Kinder sollen nicht... Da versteht man, dass Leute Molotow-Cocktails werfen. Sollen ne? In die Schule gehen, ja. Hört ihr das, Leute? Hört ihr das? Warte, ich mach's mal kurz sensibel. Hört ihr das? Ich habe jetzt mal das Mikrofon ganz hochgestellt gehabt. Wenn ihr es nicht hört, ja, dann glaubt uns. Das sind ja so richtige... Oh Mann, ey. Weißt du, also
gut, Erde retten, gut und schön, aber wenn es den Brennpunkt hier irgendwie in Mitleidenschaft zieht, dann geht das zu weit. Das geht ja auch nicht letztendlich, das geht ja auch nicht. Wir hatten jetzt die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und wir alle kennen das Kemmerich-Fiasko, ja, dass die AfD den FDP-Kemmerich ins Amt gehoben hat und Kemmerich dann die Wahl annahm. Alles wurde annulliert und es gab eine Neuwahl. Mhm. Und es gab im Voraus schon den ein oder anderen lustigen Vorfall, dass ein CDU-Politiker wohl mit Corona angesteckt worden sei. Und wenn das bestätigt wäre, hätte die ganze CDU-Fraktion quasi in Quarantäne gesteckt werden müssen. Witzig. Was aber nicht so war. Also der Verdacht hat sich nicht bestätigt, der war nur ein bisschen krank. Aber das klingt ein bisschen, als würde die CDU nur mit sich selber quasi handhaben. Offenbar also schon. Also eigentlich... Wenn das dann ein Politiker ist, der hat ja vielleicht auch mit anderen zu tun. Kringelpiez mit anfassen letztendlich. Und diesmal ist Herr Ramelow wieder angetreten natürlich und auch die AfD mit ihrem Spitzenfaschisten an der Spitze, Bernd Höcke. Und ich habe mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der mir sagte, es ist egal, wie die Wahl ausgeht, für Höcke zumindest. Es ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. Erstens, wenn jetzt alle von der AfD-Fraktion in Thüringen den Höcke wählen, dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann sind ja, denken ja alle wie der Faschist Höcke, der wird ja auch so, darf ja so genannt werden laut Gerichtsurteil. Mhm. Dann ist die ganze Thüringer CDU, ja faschistisch veranlagt. Und wenn sie ihn aber nicht alle wählen, dann ist der Höcke irgendwie am Arsch. So, und dann hat er ja keinen Rückhalt letztendlich. Und es war so, dass alle AfD Mandatsträgerinnen ihn gewählt haben und deswegen kann man sagen, es gibt keine Ausreden mehr, die gesamte AfD in Thüringen ist Höcke-Flügel. Ja, das wäre ja das war ja schon abzusehen. Eigentlich nicht, also wenn, wie es immer hieß, der Höcke nicht von allen gemocht werden würde, dann innerhalb der AfD. Okay. Hier gibt es auch den Flügel und es gibt die Liberalerin und es hieß immer, dass es zur Hälfte wäre, aber ist es halt nicht, wie man jetzt gesehen hat. Auch der Gauland hat Höcke als die Mitte der AfD bezeichnet. Wenn der die Mitte ist, dann will ich nicht wissen, wer rechts außen ist. Ja, aber das hat er dann auch nochmal revidiert und ich weiß nicht, ob man das so abnehmen kann oder nicht. Also er meinte, hat er das revidiert? Das habe ich nicht gesehen. Er hat gesagt, er ist mitten, also er steht halt mittendrin und nicht, dass er irgendwie politisch in der Mitte wäre oder so. So hat es halt dann... Was soll das für eine Aussage sein? Ich weiß es nicht. Hitler war auch mitten in der Gesellschaft. Also ja. Er war halt in der Gesellschaft mittendrin, jetzt nicht politisch, aber er war ja drin so. Also so hat er es erklärt, ich weiß nicht. Das ist halt auch ein bisschen älterer Mann, ich weiß nicht. Eine sehr dumme Aussage, wenn du mich fragst. Ja. So und so. Also wenn, wenn die Entschuldigung dümmer ist als die eigentliche Aussage. Ich wollte es ja nur mal in den Raum werfen. Ich bin auch kein Höcke-Fan. Ach so. Ja. Also jedenfalls war es dann so, dass die ersten zwei Wahlgänge, wie erwartet, hat keiner die Mehrheit bekommen, die absolute Mehrheit. Und so ist dann letztendlich der Ramel Bodolo im sechsten Wahlgang insgesamt zum MP gewählt worden, weil er die meisten Stimmen bekam. CDU und FDP haben sich enthalten und Rot-Rot-Grün hat halt für Ramelow gestimmt und AfD für Höcke. Und so sind jetzt alle zufrieden. Und am Ende hat der Bodo dem Höcke den Handschlag verweigert. Wegen Corona. Wegen Corona, natürlich nur. Okay. Es folgte das finde ich vernünftig. Es folgte ein Dialog, der ging fast eine Minute. Die haben sich beide so angelächelt irgendwie. Keiner weiß, was gesagt worden ist. Aber in der Rede darauf betonte Ramelow, es kann sein, dass man mir vorwerfen könnte, ich hätte schlechte Manieren, dass ich Ihnen nicht die Hand gegeben habe, Herr Höcke. Aber ich gebe Ihnen die Hand gerne, wenn ich erkennen kann, dass Sie im Rahmen der Demokratie arbeiten und dass Sie die Demokratie verteidigen wollen. Aber nur dann gebe ich auch Ihnen die Hand. Ich weiß jetzt, was es ist. Es ist der Sprachduktus. Sprachduktus. Weil das wie du es gerade gesagt hast, das war auch relativ nah an dem, wie er es betont hat. Ja. Und dieses ist es halt so, dieser Sprachduktus. Dieses so zu sprechen. Das verstehe ich schon, aber das ist halt nicht irgendwie nah am Volke, sage ich jetzt mal. Ja, es strahlt so eine gewisse Seriosität aus. Das stimmt, und aber... Und du denkst ja auch nach als Redner. Und ich habe ja auch Rhetorikkurse gemacht und auch vom Theater. Wenn du improvisiert sprechen willst und musst und hast eine wichtige Aussage, die möglichst nicht missverstanden werden soll, dann sprich lieber sehr langsam und denk lieber nochmal kurz nach... über das nächste Wort, was du sagst. Also ich verstehe das schon, ich weiß aber nicht, ob es direkt am langsam reden. Weißt du, man kann das Gleiche mit ein bisschen mehr Emotion in der Stimme
irgendwie, und man kann ja die wichtigen Punkte, wenn man weiß, was man sagen will, auch dann irgendwie mal schneller sagen oder so. Ich glaube, dann hätte es einfach noch mehr Nachdruck gehabt oder wäre eher beim einfachen Volk angekommen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber es geht ja um die Sachlichkeit, auch weil ja in solchen Parlamenten Protokolle geschrieben werden und da will man möglichst, weil ja gerade Politikerinnen und auch Menschen in der Öffentlichkeit werden immer wieder festgenagelt auf ihre öffentlichen Aussagen. Ja, wir kennen das ja auch. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man sich möglichst gewählt ausdrückt, so dass es nicht missverstanden werden kann, du aber deine Aussage eindeutig rüberbringst. Ich glaube einfach, dass es schwieriger ist, mit dieser nicht ganz so authentischen Art gegen den Rechtspopulismus, auch gegen einen Trump anzukommen. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Da hat sich nämlich ganz schön viel gedreht im Vergleich zur letzten Woche in Amerika. Und weißt du, wenn da halt einer ist und AfD ist auch eher Richtung Trump, dass die halt so nicht ganz so förmlich sprechen, weißt du, und auch einfach mal sagen, jo, und so. Naja, aber die letzten Jahrzehnte war es ja schon wichtig, dass die Menschen Vertrauen haben in die Politiker. Und da war es wichtig, dass man ein sauber Mann ist und dass man sich gewählt ausdrückt, keine Skandale und dass man glaubhaft ist. Und dass es jetzt auf einmal so attraktiv ist, dass man sich bürgernah ausdrückt und sehr, sehr einfach und verständlich, das ist ja erst aufgekommen tatsächlich in den letzten Jahren. Das muss ja gar nicht, ich finde es gar nicht so, wie du sagst, dass es einfach verständlich und so ist. Ich finde zum Beispiel, Gregor Gysi macht das auch ganz gut, ohne irgendwie was von der Seriosität abzugeben. Das stimmt. Es ist eher das, was ich meine. Und können eben nicht alle. Es soll ja nicht jeder rumpöbeln wie Bauer Olaf aus der Schenke, vom Stammtisch. Endlich sagt's mal einer. So sei ja nicht, aber weißt du, so ein bisschen... Ich verstehe das schon, ja. Also ich glaube halt, Gregor Gysi spricht relativ gleich, wenn er einfach privat unterwegs ist. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Und Bodo Ramelow spricht wahrscheinlich nicht genauso, wenn er privat... Nee, er muss ja aufpassen. Gerade als Ministerpräsident musst du ja auch unparteilich bleiben. Da gibt es ein schönes Interview mit Thilo Jung, wo Ramelow am Ende wütend aufsteht und einfach geht, weil der Reporter das nicht gerafft hat, dass Ramelow sich nicht anders ausdrücken kann, wie er es gemacht hat. Der Jung hat immer wieder gefragt, finden Sie denn, dass es besser ist, AfD zu wählen, als gar nicht zu wählen? Da meinte Ramelow, ich kann nur sagen, dass ich es wichtig finde, wählen zu gehen, egal wen. Da sagte Thilo, also auch die AfD, sagte Ramelow, ich wiederhole, Hauptsache man geht wählen, das ist wichtig. Also auch die AfD. Thilo, ich habe gerade gesagt, wählen gehen ist wichtig. Er darf eben nicht sagen, dass man die AfD nicht wählen sollte, auch wenn das natürlich seine Meinung ist. Und das kam ja auch durch die Induktion so ein bisschen rüber, die Intention, wie er gesprochen hat. Dann hat er immer wieder nachgefragt, der Thilo Jung, dann ist Ramelow aufgestanden irgendwann. Ja, es ist schon tricky. Es ist tricky, die armen Politikerinnen, manchmal zumindest. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ein kleiner Schritt weiter Richtung Spaltung. Die einen sagen, juhu, der Bodo ist zurück und 40% Linke in Thüringen umfragen, bla. Die anderen sagen, oh ja, das ist also Demokratie, wählen, bis es passt. Was halt auch irgendwie ein bisschen sehr vereinfacht ist. Es ist nicht komplett verkehrt, aber letztendlich ist ja auch das Demokratie, also auch eine Wahl rückgängig zu machen. Und das ist ja alles gesetzlich möglich im Rahmen. Du kannst ja einen Landtag auflösen, du kannst ja auch als Ministerpräsident zurücktreten, das ist ja nicht undemokratisch. Es ist sehr vereinfacht zu sagen, wir wählen, bis es passt. So. Mhm. Aber gerade unter dem Aspekt, okay, FDP hatte 5%, ist das ja vielleicht auch ganz verständlich, dass dann nicht da so ein Kollege von FDP Ministerpräsident ist. Das wäre ja vielleicht ein bisschen mehr undemokratisch. Gerade Kämmerich. Kämmerich, jämmerlich. Und bevor wir in die USA kommen. Ja, das können wir am Ende machen, ja, das ist auch gut. Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter nach draußen gehen, und zwar zur EU. Oh, sind das die ohne England? Richtig, ja, ne? Die sind das. Die haben jetzt die Briten verloren. Und du hast ja mitbekommen bestimmt, dass der Herr Erdogan seinen Flüchtlingsdeal aufgehoben hat. Ja, und da jetzt in Griechenland ist einiges die los. Die Grenzen öffnete, und jetzt ist es so, dass die Flüchtlinge an den europäischen Grenzen stehen, nicht weiterkommen, und es wurde wohl auch schon ein Flüchtling erschossen, eine junge Frau, was so ein bisschen irgendwie SED-DDR-Feeling hat. Und Neonazis verprügeln gerade auf Griechenland Flüchtlinge und Journalisten und Andersdenkende und Politiker. Da brennt der Herd gerade an der EU. Und da ist jetzt gerade der Hashtag Wir haben Platz gechartet, wie sagt man, getrendet. Getrendet. Auf Twitter, habe ich gesehen.
mit der Forderung, dass wir ja genug Platz und Zeit, also genug Platz haben in der EU für die Flüchtlinge, die jetzt kommen. Das sind ja jetzt nicht irgendwie 10 Milliarden, das sind ja irgendwie, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber es sind nicht keine Milliarden Menschen. Und wir haben ja schon mal 2015 eine Flüchtlingswelle in Anführungsstrichen aufnehmen können. Und wenn wir uns wirklich an die Verteilungsschlüssel halten würden, dann würden wir das locker stemmen. Das mag sein, aber auch hier sehe ich große Schritte Richtung Spaltung. Auch das wird der AfD wieder helfen. Ja, aber ich finde, man sollte nicht immer nur Maßnahmen betreiben, die der AfD helfen. Ich sage doch nicht, dass man das deswegen nicht tun sollte. Nein, ich sage nur, ich sage nur, also überall, auch Amerika, überall, ne? Immer mehr links und rechts, ist, weißt du, so ein bisschen radikaler. Es ist nicht so, ey, ja, komm, wir gehen mal ein bisschen aufeinander zu, wir reden mal, sondern nein, ich finde das jetzt ganz extrem in diese Richtung und ich finde das jetzt ganz extrem in diese Richtung. Ja, die Wahrnehmung ist so geworden, das stimmt. Ich habe auch jetzt von einer Bekannten auf Facebook gelesen, die ist echt eine ganz normale Bürgerin so, seit vielen Jahren politisch schon interessiert. Früher galt sie als konservativ, dann ist sie irgendwie als Linke bezeichnet worden und jetzt als Linksradikale, obwohl sich ihre Einstellung nie geändert hat. Sie war schon immer gegen Nazis, gegen Faschismus, für Demokratie und jetzt wird sie von Rechten als Linksradikale beschimpft, obwohl sie ihre Meinung nie geändert hat und nie irgendwie eine Anarchistin oder Kommunistin war. Mhm. Und daran merkst du eben auch, dass es immer extremer wird und du wirst auch in immer radikalere Schubladen gesteckt, obwohl du gar nicht so radikal denkst. Also ich finde, das Größte an dieser ganzen Nachricht ist, dass Griechenland, also die machen ja die letzten Jahrzehnte nur Ärger für uns. Das stimmt. Ich habe damals schon gesagt, einfach an den Meistbietenden verkaufen und Ruhe ist. Und jetzt gibt es wieder Ärger mit Griechenland. Was soll die Scheiße? Immer die Griechen, ja. Ja, dumm. Aber so viel Politik, ich muss ein Disclaimer sagen, es ist so viel Politik heute, es gibt einfach nicht so viel, was sonst im Internet, so Kiki Kaka, weißt du, Bibi hat lange nicht irgendwie nebens Klo geschissen oder so. Ein drittes Kind bekommen. Ja, es gibt ein bisschen was, ja, aber im Grunde ich würde ganz kurz dazu wenig. Zu diesem Thema sagen, dass es ja auch Bilder gab, wie Grenzoffiziere der EU mit Tränengas irgendwie gegen diese Geflüchteten da reagiert hat, wo auch Kinder echt schlimme Schäden davon getragen haben. Und das sind ganz grausame Bilder und ich weiß nicht, irgendwie wollen doch alle, sind doch auch immer die Nazis immer gegen DDR und so, ja, die Mauer schützen und so und Grenzen, aber jetzt finden die das voll geil, dass da Grenzen hochgezogen werden und auf Geflüchtete geschossen wird. Das ist halt so ein Zwiespalt, den ich nicht ganz verstehe. Ja, weil die so anders sind, Tino. Oh Mann. Weißt du, in der DDR, da waren es ja Deutsche und Deutsche. Und jetzt sind es aber Deutsche und Unmenschen. Dann hoffen wir mal, dass die Deutschen nicht flüchten müssen. Hoffen wir das mal. Ah, ja, es ist also wirklich, wirklich ein bisschen viel politischer Trubel hier. Das nächste Mal, ja, nächste Folge haben wir bestimmt wieder ganz viel. Oh, Tanzverbot hat Stalker und auf Madeira ist Kindergarten. Jetzt kann ich nur berichten, dass Max Adlersson komplett gesperrt wurde. Wer ist das? Das ist das große Idol von Koma Carsten. Den hatten wir ja hier. Den hatten wir hier zum Thema. Ich glaube, Dresdner, so eine Bande, die auch die ganze Zeit einfach nur Vlogs gemacht hat, wie sie gesoffen haben und sowas. Also ich habe mich damit nicht so viel mit beschäftigt. Auch Livestream und so. Und er ist tatsächlich als Person auf YouTube gesperrt worden. Ohne Ankündigung, 3 Kanäle von ihm einfach weg. Also er darf nie wieder jetzt einen Kanal aufmachen. Ich weiß nicht, ob er nie wieder einen Kanal aufmachen darf, aber er als Person auf jeden Fall wurde gezielt. Weil du brauchst ja auch für jeden Kanal eine neue E-Mail. Es ist nicht einfach so, dass seine E-Mail oder so geblacklistet wurde oder sowas. Mhm. Nein, seine 3 Kanäle wurden gleichzeitig dicht gemacht. Oh. Und also auf der einen Seite sage ich, okay, das ist jetzt nicht der größte Verlust, aber ich weiß jetzt nicht so viel über Max Adlersson. Was ist denn passiert? Oder wie MTM sagt, Adlersohn. Hat er seine Unterwäsche mit seiner Zahnbürste gereinigt? Nee, er hat nichts Besonderes in die Richtung gemacht, soweit ich weiß. Es kam wirklich einfach aus dem Nichts, weil YouTube gerade ja mit ihren komischen Richtlinien wiederum experimentiert. Ja, passt du auch mal auf. Das wollte ich nämlich sagen. Ich weiß nicht, wie sensibel das noch wird, dass es dann am Ende heißt, ja, oh, der macht auf der Straße ohne, ich weiß da auch nicht was. Also irgendeinen Grund gibt es dann, dass es dann Belästigung ist ohne, oder so. Ohne Fahrradhelm fährt der Fahrrad. Ja, zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Ja, aber natürlich alle ganz empört. Herr Newstime, 2 Videos drüber gemacht und eins habe ich auch gesehen. Die Ereignisse überschlagen sich. Es ist mir eigentlich relativ egal, weil kein Bezug dazu. Schade.
Was ich aber schön fand und jetzt erst gesehen habe, ist, dass KuchenTV bei Imp im Podcast war. Ja. Das fand ich ja sehr aufregend, weil die beiden ja schon einen Die haten sich Beef ganz haben. Schön, ja. Ja, und die haben ja auch während dieses Interviews sich ein bisschen wie Politiker verhalten, so aus verschiedenen Richtungen, so wie so CDU und SPD, so von wegen, ja, das habe ich damals gemacht. Okay, hast du jetzt eingesehen, dass das scheiße war? Ja, damals war ich halt nicht so gut drauf und jetzt habe ich das eingesehen, dass es doof war. Das war auch eine sehr gewählte Ausdrucksweise und sie haben sich sehr distanziert verhalten gegeneinander. Ja, KuchenTV bin ich auch nicht der größte Fan. Ich auch nicht. Gibt schlimmere, aber also der selbstdeklarierte Hochbegabte erscheint mir sehr oft nicht ganz so clever. Der war als Kind mal hochbegabt, das heißt überhaupt nichts, echt nicht. Also ich komme ja aus der Pädagogik und weiß, dass ein Test als Kind nichts aussagt. Also alleine, dass ich habe das ja mitbekommen, ohne dass ich das irgendwie von Imp und so verfolgt habe. Also es war schon irgendwie relativ offen kommuniziert, so ja, dieses war's auch. 140er IQ, bla. Merkt man auf jeden Fall nicht so viel davon. Alleine die Argumentation, er meinte, also er hatte ja so Beef mit seiner Freundin, mit der er jetzt ein Kind hat. Irgendwie, die haben sich geschlagen und betrogen und was weiß ich alles. Und dann hat die Freundin halt ein Video gemacht, hat gesagt, hier, mein Freund hat mich geschlagen unter Tränen und so. Und dann ging es einfach nur darum, ja, was ist denn, wenn dein Kind später das sieht? Denkst du, das ist gut für dein Kind? So. Das Kind wird das voll feiern. Ja, und ich habe halt auch in den Kommentaren geschrieben, das Kind hat doch unmöglich die emotionale Distanz dazu, auch wenn es irgendwie schon 12 ist oder so, selbst wenn es 18 ist, ist es ja trotzdem die eigene Mutter. Klar kann er das jetzt so sagen, ja, ist ja witzig, ich würde da feiern, ich würde sagen, das ist ja lustig. Aber wenn du deine eigene Mutter da siehst, dann hast du halt nicht diese Distanz. Du hast vorher gemerkt, dass Kuchen sich da irgendwie rausreden will und dass er es aber richtig versucht. Schlecht. Ja, richtig schlecht tatsächlich, so sehr unglaubwürdig. Und ich muss sagen, ich fand so ein paar Videos damals schon ganz spannend, auch da seine Meinung rauszuhören. Und ich fand es eben auch spannend, weil ich nicht immer seiner Meinung war, aber mal Gegenargumente zu hören, warum das vielleicht nicht so gut ist. Ja, wie gesagt, es gibt Schlimmere als ihn auf jeden Fall, so, aber ich finde nicht so clever. Aber viel bessere. Nee, ich schaue noch jetzt gar nicht mehr inzwischen, weil ich doch gemerkt habe, dass viele seiner Inhalte mich nicht mehr so ansprechen und er dann doch noch weniger Expertise hat, wie ich das früher gedacht habe. Ja. Und dass er auch sehr widersprüchlich handelt in vielen Dingen. Jedenfalls war das ein sehr schöner Podcast, da habe ich mich sehr gefreut, ich hab ihn auch zu Ende geschaut. Gibt wahrscheinlich noch eine zweite Runde irgendwann, ne? Weil anderthalb Stunden ging es ja, glaube ich, nur. Da also ziemlich kurz, die restlichen Impfungs gingen ja immer so 3-4 Stunden, ne, manchmal. Ja. Ja, er hatte dann irgendwie keine Zeit mehr oder hat vielleicht Bubu-Hose gehabt, ich weiß es nicht. Ja, kommen wir nochmal kurz zum Coronavirus, wir kommen ja nicht drum rum. Leider nicht. Also, Schlagzeile des Jahrtausends heute, diese Woche. In Italien gab es in den letzten 24 Stunden, also jetzt quasi vor 12 Stunden, die 24 Stunden davor, gab es 41 neue Covid-19-Tode. In 24 Stunden. Italien ist damit bei 148 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und Frankreich zum Beispiel nur bei 6. Und alle drehen durch. Ach du Scheiße, ich sterbe. Aber Italien hat zum Beispiel im Vergleich zu den USA, die USA haben einen Altersdurchschnitt von 37 Jahren und Italien über, ich glaube, 45,8 oder so. Okay. Das heißt, in Italien gibt es sehr, sehr viele alte Menschen und die ganzen Gestorbenen innerhalb dieser Zeit sind zwischen 60 und 99 Jahren alt. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn dein Opa Klaus auf einmal stirbt, ja, aber ist jetzt vielleicht nicht, also ich glaube nicht, dass Opa Klaus die Bevölkerungsschicht ist, die diese Hamsterkäufe macht und alles leer kauft. Dumm. Also wenn die anfangen würden, jeden Krippetoten zu zählen und einzeln zu vermelden, dann würde viel mehr Panik ausbrechen. Oder nicht nur Grippe, viele andere Sachen. Aber das sind ja auch mittlerweile schon echt lange durchgekaute Sachen. Ja, der Punkt ist einfach, ich habe mich irgendwie mittlerweile damit abgefunden, dass ich es einfach bekomme, ja. Und dann ist es halt auch weg. Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass es sich einfach, weil Impfung dauert ja wahrscheinlich noch ein Jahr oder so mindestens, dass sich einfach die Erde damit ansteckt und dann ist das halt so. Ist schade.
aber weißt du? Man darf es nicht ganz unterschätzen, glaube ich, weil man noch nicht alles über diesen Virus weiß. Man weiß halt, dass es ein neuer Stamm ist von diesem Coronavirus, den es ja schon länger gibt. Und man will halt jetzt gerade Zeit schinden und sagt deshalb auch so viele Sachen ab, wie die Buchmesse in Leipzig wurde ja abgesagt und ja, Konzerte und so weiter, um einfach die Ansteckungsrate, die Prävalenz zu senken, bis man ein Gegenmittel hat oder beziehungsweise eine Impfung hat. Ja, aber ich glaube, selbst wenn sich das sehr langsam verteilt, ich glaube, tragischer wäre es, wenn es jetzt wirklich ganz schnell sich verteilen würde und wir sind jetzt gerade schon im dritten Monat so, das ist eigentlich ultra langsam, finde ich. Gut, ich bin jetzt kein Experte, was das angeht, aber 3 Monate und wir sind jetzt bei nicht mal 100.000 Angesteckten oder so, ich weiß es nicht, insgesamt. Das kennen wir doch aus so Filmen anders, so aus Virusfilmen, wo alle dann sterben an so einem Horrorvirus. Das geht ja immer innerhalb von wenigen Tagen, dass alle befallen sind. Es gibt ja auch so viele, die es halt haben und es gar nicht merken. Ja. Und dann ist es halt auch wieder vorbei so. Ja. Ich bin auch gerade auf Theatertour und ich habe so eine Szene, wo ich ins Publikum gehe und allen die Hand schüttel. Und das mache ich auch gerade nicht. Also ich habe jetzt, oha. Ich habe jetzt gestern mal so aus Spaß mal jedem so High Five gegeben. Aber es ist ja auch nicht wirklich sicher, ne? Also ich glaube, da habe ich doch erst in der Oase so ein Meme gesehen, dass man bei Händeschütteln irgendwie 128 Millionen Bakterien überträgt, bei einem High Five die Hälfte. Bei einem Faustcheck nochmal die Hälfte und bei einem Sieg Heil gar keine. Das soll man sich doch mit dem Führergruß grüßen. Ich habe vorgeschlagen, verbeugen. Ich finde verbeugen sehr schön. Ich muss auch sagen, dass der Hitlergruß an sich, so als Technik, die ist ja echt mega praktisch. Du fässt keinen an. Ja. Dann, du schließt ja auch den ganzen Raum. Es ist ja auch Aerobic ein Stück weit, ne? Richtig, du schließt auch den ganzen Raum mit ein, so, wenn du den Arm so hebst, so. Irgendwie hast du. Einmal ins Studio geguckt hier. Genau. Warum macht der Tino da schon wieder Hitlergruß? Warum macht der Tino-Gruß? Ja, also ich finde, das sollte man wieder einführen, nur ohne Hitler, irgendwie, weiß ich nicht. Kann ja immer noch sagen, guten Morgen oder so. Oder guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dann nach oben, dass es aufwärts geht einfach. Ja, also hat er schon klug eingefädelt da. Na gut, ich weiß gar nicht, ob das von Hitler ausging, dieser Move. Das klingt nach seiner PR-Agentur dahinter. Die hat gesagt, ey, wir prüfen mal, was so der beste Gruß ist. Er hieß auch eigentlich anders, ne, der Hitler. Der hieß ja erst Schickelgruber oder so. Ist er ja geboren worden. Okay. Da meinten ja auch schon zu ihm, dass das schwierig geworden wäre, wenn er Schickelgruber gehießen hätte. Heil Schickelgruber. Also Hitler ist schon ein Name, der beeindruckt, ne? Hitler. Ja. Das ist so richtig so der Hit, ja, so Hitler und so und doch, kurz, böse und aber auch irgendwie gut. Hitler könnte ja auch auch irgendwie gut. Könnte was Gutes bedeuten, wäre er jetzt kein rechtsradikaler Diktator gewesen, sondern ein Künstler, da würden wir den großen Hitler als Künstler feiern vielleicht. Ja. Jetzt sind wir wieder bei Hitler angekommen. Ich wollte eigentlich über Corona reden, aber ist ja vergleichbar. Einmal quer gedacht, ne? Einmal ausgerutscht, zack, schon wieder bei Hitler. Man hat es nicht leicht. Ausrotten, ja, Hitler, ja. Corona. Gott, oh Gott. Ja, nee, eigentlich wollte ich auf eine interessantere, andere Sache hinaus und scheiße auf Todeszahlen, aber das finde ich ganz hart. Ein chinesischer Bürger, ein Journalist, hat über den Coronavirus berichtet und er hat live gestreamt, wie er verhaftet wurde dafür. Das finde ich nämlich wirklich, das sind die Meldungen, die es wert sind, darüber zu sprechen. Die dürfen nicht berichten dort. Naja, das ist mittlerweile ja ein bisschen offener so, aber am Anfang haben sie ja so richtig Panik geschoben, oh, nicht, dass das rauskommt. Das ist ja das Ziel Nummer 1 für China, nicht irgendwie Unruhe und nicht irgendwie, oh, hier ist alles super, wir sind Kalifornien 2.0, wir sind das Sonnenland, ja, aber ja. Das Land der aufgehenden Sonne. Das ist auf jeden Fall, ich habe das Video auch gesehen, ist jetzt nicht super spektakulär, aber an sich, wenn du dir überlegst, okay, Journalisten, und da kommen wir auch gleich noch zu einem anderen Punkt, Journalisten, die über irgendwas berichten und dann sagen die, nee, das ist aber nicht gut, dass du hier die Wahrheit verbreitest, das ist nicht so schön, China. Da kann man mal sehen, was halt echte Diktaturen sind, ja, und dass wir es dann noch recht gut haben in Deutschland. Aha, Tino, so, da habe ich das jetzt so schön formuliert und extra vage gehalten, sodass es nämlich auch auf den Fall Assange passt. Ja. Da gibt es nämlich auch eine kleine Meldung. Es wurde jetzt erstmal verschoben. Auf den 18. Mai geht es mit Befragung von Zeugen weiter. Die Anhörung im Falle Assange soll er denn ausgeliefert werden in die Vereinigten Staaten von Amerika oder nicht.
die Franzosen haben damit gar nichts zu tun, aber ich weiß nee, auch nicht, irgendwie hat es mich gerade so. Ist der nicht, wo ist der geboren, warte? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich gar nicht. Aber es war irgendwas, war es Südafrika? Nee, warte. Assange klingt schon so, so französisch kolonial irgendwie. Ach, ich weiß es nicht, was sein Geburtsort war. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, ne, nach wie vor, das ist auch gar nicht so medienpräsent. Grätsch mal hier nochmal rein. Ich fand es auch nicht cool. Ich habe jetzt gelesen, dass die Hillary Clinton wohl mal gesagt haben soll über Assange, kann man den nicht einfach mit einer Drohne beseitigen? Das mag sein, dass sie es gesagt hat, weiß ich gar nicht, aber er war ja wohl auch da beteiligt, als es um ihre E-Mails ging. Aber sowas zu sagen, also natürlich, ja darum geht es nicht. Ich meine nur, dass da schon eine Verbindung besteht. Ich wollte das jetzt nicht irgendwie rechtfertigen. Der hat die E-Mails irgendwie jetzt Drohne hinschicken. Nee, das meinte ich nicht, sondern so kann ich mir vorstellen, dass da halt die Verbindung ist. Also Bin Laden so vernichten, okay, das fand ich auch schon schwierig. Aber das kann ich noch nachvollziehen. Aber über Assange sowas zu sagen, das ist dann schon sehr antidemokratisch. Da muss ich sagen, vor allem hat sie das vermutlich gesagt, während er in der Botschaft war. Und das sollte ja eigentlich halbwegs neutraler Boden sein. Richtig. Und Trump war ja auch erst großer Fan von Assange, weil er dachte, dass er ihm aushalf im Wahlkampf. Dann kam raus, dass Assange nicht daran beteiligt ist. Da war Assange auch der Böse bei Trump. Das ist ja eh so ein bisschen umstrittenes Ding. Handelt er jetzt irgendwie im Interesse von irgendwem? Hm. Sagen ja ein paar Leute. Oder versucht er halt einfach... Oder man muss eher in der Vergangenheit sprechen, weil jetzt ist er ja gerade nicht mehr ganz so aktiv. Aber, oder handelt er quasi möglichst objektiv? Also ich glaube, er ist schon ein Narzisst. Ich glaube schon, dass er sehr gerne in der Öffentlichkeit steht. Aber ich glaube nicht, dass er... Das muss sich ja nicht gegenseitig ausschließen. Nee, wollte ich gerade sagen. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie für irgendwen arbeitet. Ich glaube, er wäre einfach nur für nicht für irgendwas, aber er ist halt Journalist, glaube ich sogar, und hatte halt diese Informationen. Und dachte sich, ja, das bringe ich jetzt groß raus, so bin ich der große Held. Das ist ja die Frage, wo fängt Journalismus an? Also ich finde erstmal den Vorwurf von Spionen, finde ich richtig Quatsch. Weil ein Spion handelt ja nicht im Interesse der Öffentlichkeit, sondern für ein Land gegen, richtig, im besten Fall ein anderes Land. Oder ein Wirtschaftsunternehmen. Oder sowas, ja, aber nicht, also für wen ist es dann, wenn es ja auch eine Information ist, die komplett öffentlich gemacht wird und nicht nur einem bestimmten Land öffentlich gemacht wird oder einer bestimmten Regierung, dann ist das per Definition für mich kein Spion. Nee, es ist eher Journalismus, weil die handeln ja tatsächlich im Namen der Öffentlichkeit, dass Missstände aufgeklärt werden und dass die Regierung auch beobachtet wird. Ja. Und von daher finde ich, das macht das seinen Job genau richtig. Also ich hätte das, also diesen haltlosen Vorwurf des Spions hätte ich zum Beispiel verstanden, WikiLeaks ist einfach eine zum Beispiel russische Datenbank vom KGB oder was weiß ich, weißt du, so, dann wäre das schon eher haltbar. Dann wäre es gerechtfertigt, ja, aber so ja nicht, weil er ist ja selber, naja. Na gut, dann war das am 18. Mai geht es da weiter, also bis dahin wird da wahrscheinlich nicht so viel passieren. Wir halten natürlich auch da auf dem Laufenden. Da freut sich der Leo natürlich auch. Und wer ist Leo? Leo kommentiert manchmal bei YouTube und sagt dann immer, sorry. Da schaue ich zu selten leider die Kommentare. Tino. Ach du Scheiße, schon 42 Minuten. Masern ist ja jetzt rechtskräftig, ne? Masernimpfung. Freue ich mich. Ist Pflicht, ja. Mhm. Toll. Also Impfung. Die Masern sind jetzt im Grundgesetz. Jeder hat ein Recht auf Masern. Eine Pflicht auf Masern sogar. Ja. Ach fuck, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, das fand ich auch ganz witzig. 8% des iranischen Parlaments wurde positiv auf Corona getestet, das finde ich auch ganz witzig. Ja, das wäre ja auch mal witzig zu sehen, was passiert, wenn so ein ganzes Parlament irgendwie nicht mehr geschäftsfähig ist. Ja, muss ja auch gar nichts damit zu tun haben, dass die irgendwie dahin gerafft werden, aber wenn du Corona hast, wirst du ja in der Regel in Quarantäne gesteckt und dann ist das nicht so gut mit Regieren. Dann müssen die im Parlament eingesperrt werden in Quarantäne, dann können die noch arbeiten. Ja. Meine Meinung. Aber noch ganz kurz zum Thema Politik. Ich will noch eine kurze Sache erwähnen, in eigener Sache. Denn es gibt gerade eine Berichterstattung über die Partei, in der ich ja auch der Thüringer stellvertretende Landesvorsitzende bin und Chef von Weimarer Land. Und jetzt wurden viele sexuelle... Fängt gut an. Ja, Belästigungen. Ah, Mist. Ja, öffentlich. In Thüringen jetzt eher weniger... aber in anderen Verbänden gab es das nämlich, dass gewisse Männer Frauen belästigt haben und das nicht zu knapp. Und auch
deswegen einige ausgeschlossen worden sind. Und jetzt gehen immer mehr Frauen an die Öffentlichkeit von der Partei und zeigen das eben irgendwie an und fordern den Bundesvorstand halt, da irgendwas dagegen zu tun. Und was hilft gegen Sexismus? Sexismus. Okay. Denn ab sofort, ab dem 8. März, das ist glaube ich der Weltfrauentag oder so, werden für 100 Tage nur noch Frauen in die Partei aufgenommen. Okay. Das ist tatsächlich rechtswidrig. Ich finde es vor allem echt clever, weil dann hat man mehr Frauen, die man belästigen kann. So ist es. Geil. Das ist zum einen natürlich nicht rechtskräftig, also es kann sich, glaube ich, jeder einklagen bei uns in die Partei. Aber ich finde das, ich fand es beim ersten Mal lesen, als wir die Rundmail bekommen haben, dachte ich erst, weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Aber dann haben sie uns noch so Statistiken mitgeschickt, wie viele Prozent Frauen es in anderen Parteien gibt. Und wir tummeln uns da ganz weit unten mit CSU und so, die auch ganz wenige Frauen haben. Aha. Und da wir ja eh eine Partei sind, die satirisch agiert, finde ich diese Aktion wieder sehr witzig. Ja, wollte ich ja sagen, das muss ja, wenn man es mit dem Augenzwinkern sieht, dann geht das schon wieder klar so. Wenn man das dann doch sehr irgendwie, dass man dieses radikale Mittel als satirisches Mittel sieht, finde ich es ganz gut. Und es gibt wieder das andere Extrem, ja, dass Frauen uns geschrieben haben, das wäre ja zu wenig, wir müssten das so lange durchziehen, bis wir zur Hälfte aus Frauen bestehen. Okay. Das finde ich wieder, das geht zu weit. Ja, also ich meine, andere Parteien haben auch das, so, das sowas sind mir nicht zu viele Frauen, das geht mir zu weit. Also irgendwo hört der Spaß auf. Nee, also wenn es natürlich. Die riechen ja auch immer unangenehm. Das, ja, meistens. Also, wenn es denn Vereine automatisch gibt, wo es mehr Frauen gibt, finde ich es halt auch völlig in Ordnung. Mir ist es auch egal, wie viele Männer und Frauen es gibt. Aber ich finde es halt, mir ist es einfach egal, was für ein Geschlecht die haben. Aber ich finde es okay, dass Frauen bei uns jetzt gefördert werden zum ersten Mal. Wir haben halt einfach zu wenig Frauen, auch in Weimar im Verband. Müssen Frauen gefördert werden? Sind die so schlecht, dass die es alleine nicht schaffen? Offenbar schon, tatsächlich. Okay. Deswegen Aufruf, liebe Frauen, wenn ihr in den nächsten 100 Tagen eintretet, bekommt ihr noch ein Autogramm von Martin Sonneborn obendrauf, kostenlos, also Chance nutzen und in die Partei eintreten. Ich gründe, glaube ich, auch eine Partei. Ich nenne sie Harem, die was auch immer steht für irgendwas. Hier alle reinen Europäer Mädchen. Ne? Ja, genau. Harem. Und dann nehme ich auch nur Frauen drin auf. Und ich bin der Präsident. Dann nenne ich doch einfach die Bumspartei. Wir führen es ein. Ah, ist gut. Finde ich viel lustiger. Ja, mach mal. Tino, ich muss nochmal zum Super Tuesday kommen. Ja, tu es. Ich weiß, ja, Amerika hier, Amerika da, aber ich sage, ich halte ein neues, feuriges Plädoyer, liebe Leute. Wir können von Amerika lernen. Wenn wir hier den Verfall sehen, ja, in Deutschland, dann können wir einfach in, ich würde sagen, in 5 Jahre Zukunft schauen, wenn wir nach Amerika schauen. Wir sind nur einen, wen gibt es hier, einen Dieter Bohlen im Amt weg von, na gut, Dieter Bohlen wird wahrscheinlich schon eher, ich glaube, Dieter Bohlen wäre relativ liberal, wenn er irgendwie Bundeskanzler oder so wäre. Ja, der war ja zur Jugendzeit in der kommunistischen Bewegung aktiv. Okay. Wissen viele gar nicht, der war sehr, sehr weit links. Okay. Ja, aber du weißt ja, ein Michael Wendler als Kanzlerkandidat entfernt von Amerika, so ungefähr. Ist so, ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gucken wir doch da mal in die Zukunft. Es war Super Tuesday, das heißt, 14 Bundesstaaten haben eine Vorwahl getroffen zum demokratischen Kontrahenten, der da ins Feld ziehen soll gegen Donald Trump. Viele haben auch gesagt, ich glaube 49%, 72 war es in dem Fall sogar. 49% waren die Leute, die in letzter Sekunde ihre Entscheidung getroffen haben. 72% haben gesagt, für mich ist bei der Wahl wichtig, dass ich jemanden wähle, der Donald Trump besiegen kann. 72% ist schon echt viel. Also dann ist es auch nicht so wichtig, ob er politisch mit einem übereinstimmt, sondern er muss einfach nur Trump besiegen können. Bei welcher Wahl sie dann rausgekommen sind, da bin ich nicht so ganz d'accord. Ich kann jetzt hier offen drüber reden, wenn ich jetzt in Amerika sitzen würde und ein großer Bernie Sanders-Fan, ja, dann würde ich jetzt nicht so reden, wie ich rede, weil das ist nicht förderlich. Aber da ich das hier sagen kann und das wahrscheinlich nicht so viel Auswirkung hat, sage ich mal, Bernie Sanders hat keine Chance mehr. Ich sehe es einfach nicht. Joe Biden wird gewinnen und Trump wird dann Joe Biden richtig hart in den Boden stampfen, weil Joe Biden einfach ein alter, seniler Mann ist. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Guckt Im euch Gegensatz ein paar zu Trump. Trump ist, ja, aber Trump,
Trump ist nicht ganz so hinterher wie, also wirklich, im Vergleich zu Joe Biden ist Trump erstmal noch 5 Jahre jünger. Zweitens ist er einfach noch fitter. Er ist natürlich in seiner Welt gefangen, so völlig weltfremd, alles klar. Aber der ist nicht so, dass er, wie jetzt zum Beispiel passiert, seine Frau mit seiner Schwester verwechselt, hat Joe Biden gemacht. Ja, Joe Biden hat gesagt, er ist ein Senatkandidat, nicht Präsidentschaftskandidat. Mhm. Und ganz viele Sachen davon. Aber was ist denn passiert am Super Tuesday? Also die Prognosen waren eigentlich, dass der gute Bernie Sanders mindestens 8 Staaten gewinnt. Mhm. Er hat tatsächlich am Ende nur 4 geschafft. 4 von 14. Hat dabei aber Kalifornien, das ist das Einzige, was ihn halbwegs noch rettet. Er ist jetzt insgesamt Delegate, ist er so 50 hinter Joe Biden. Also es ist schon halbwegs Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. Aber die Superdelegate, also das Establishment, was von Bernie so kritisiert wird, wird natürlich für Joe Biden sein. Das heißt, Joe Biden hat im Grunde dann auch nochmal irgendwie 700 Delegate plus. Mhm. Das heißt, Bernie Sanders müsste jetzt so hart an ihm vorbeiziehen. Und das okay. wird jetzt nicht passieren, weil Joe Biden hat wieder erwarten, ich glaube 10 kann nicht sein, ich glaube 8 waren es, 8 Bundesstaaten gewonnen am Super Tuesday, am letzten Dienstag. Und das ist ganz schön ernüchternd gewesen. Und warum? Weil die jungen Leute, die Bernie Sanders immer wieder versucht, wählen gehen zu lassen, die haben einfach keinen Bock zu wählen. Mhm. Und das hat natürlich viele, viele Gründe. Hast recht, wenn man zum Beispiel guckt, okay, 2016 hat eine Hillary Clinton gewonnen mit 3 Millionen Stimmen mehr und trotzdem hat Trump den Präsidententhron bekommen. Das führt zur Politikverdrossenheit. Ja, genau. Dann sagt man sich, das bringt ja eh nichts. Und auch vorher, als zum Beispiel Obama hat 2008 richtig viele junge Leute begeistern können, die haben dann wahrscheinlich gedacht, oh, wenn ich den Obama wähle, da ändert sich viel. Das ist nicht passiert. Aber auch, weil er ja schwarz war. Also es wahrscheinlich hat auch reingezählt, dass der erste schwarz war, was ein cooles Zeichen ist. Das wollten dann doch nochmal viel mehr machen. Ja. Und es hat sich unter Obama schon einiges geändert, muss man schon sagen. Es hat sich ein bisschen was geändert, auf jeden Fall. Aber es war jetzt nichts Radikales dabei. Es ist jetzt nicht irgendwie das, was Bernie Sanders jetzt zum Beispiel vorschlägt, dass du komplett alle Schulden, die aufgrund von Studieren entstanden sind, dass du die einfach komplett ausradierst, dass alle eine Krankenversicherung haben, eine staatlich geeinte Krankenversicherung. Das hat ja Obama auch durchgesetzt. Obamacare ist ein bisschen was anderes. Ja, ja, aber das hat er erstmal als Übergangslösung durchgesetzt und wollte das dann erweitern, aber was er dann nicht konnte. Und selbst bei Obama waren es halt auch nur bis zu 25% der jungen Wähler und das ist auch echt wenig. Mhm. Jetzt irgendwie beim Super Tuesday waren es, glaube ich, 19, das sind so viele Prozentzahlen, ich kann das nicht alles, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, ist ja auch nicht ganz so wichtig, auf jeden Fall waren es weniger. Aber dadurch, dass Bernie Sanders Kalifornien gewonnen hat, das wird auch immer noch ausgezählt, steht es jetzt halt irgendwie delegatenmäßig 600 zu 550 irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Aber da Bernie Sanders einfach sowas von mehr braucht, um gegen diese Superdelegate, das ist so ein Quatsch. Stell dir das in Deutschland vor, ja, du gehst wählen, was weiß ich, machen wir jetzt mal für Thüringen zum Beispiel, 40% die Linke, ja, hat klar die Mehrheit und AfD hat dann 25% zum Beispiel. Und dann gibt es aber Superdelegate oder Superwähler halt dann für Deutschland, die dann sagen, okay, wir können das aber jetzt, wir können hier auch nochmal Prozente verteilen. Und dann geben die einfach nochmal 16% auf die AfD drauf. Also 16 Menschen geben 16% auf die AfD drauf. Das ist halt Quatsch. Und auf einmal hat die AfD mehr Stimmen, obwohl das Volk eindeutig sagt, wir sind viel mehr bei die Linke. So. Und genau so funktioniert halt eine Präsidentschaftswahl da. Das ist ein amerikanisches Wahlsystem. Also nicht die Präsidentschaftswahl an sich, sondern die Vorwahl. Ja, ja. Genau. Das macht halt keinen Sinn, das wissen ja alle. Ja. Schon das Argument, dass Hillary Clinton 3 Millionen mehr Stimmen bekommen hat, das sind 3 Millionen Menschen, die eher sie haben wollten. Das ist auch nochmal ein bisschen was anderes da gewesen, das ist wegen den, also es ist ähnlich, aber ein bisschen was anderes, aber ja. Meine Güte, ich weiß, es ist sehr politisch heute, es ist wirklich politisch. Nächste aber Woche wieder viele Pipi, Kaka, Bibi, Beauty Palace, Tanzverbot, Drachenlord. Mit Bild. Mit Bild sogar. Ja. Oh, beim nächsten Mal schon, krass. Ja. Wollen wir dann hier eine Kamera aufstellen oder was hast du? Klar, ich würde sie aber eher dahin stellen wegen Gegenlicht. Ja, stimmt. Ich habe auch heute eine Kamera dabei. Schön. Mir ist die Tasche geklaut worden gestern. Meine Kameratasche. Echt? Mhm. Aber ohne Inhalt? Nein, es ist ja hier die Kamera. Okay. Nein, da war noch irgendwie Müll drin, so Plastikmüll irgendwie. Könnte Greta gewesen sein. Ach so, das können wir auf jeden Fall noch besprechen. Es gab nämlich ein relativ virales Video von STRG F, kennst du vielleicht? Ja. Funkfinanziert, ich weiß es gar nicht.
auf jeden Fall die Zerstörung von Joko und Klaas. Ja, darüber können wir noch reden. Habe ich auch gesehen. Und ich muss sagen, ich war nicht wirklich enttäuscht, weil ich es wusste. Ich wissen ja viele, die halbwegs clever sind, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich kenne ja auch noch Zirkus Halligalli und so, und einer meiner besten Freunde ist auch Riesenfan von Joko und Klaas, und er schickt mir öfter mal so lustige Filmchen, die wieder gedreht haben, wie dieses Date halt, wo Klaas da irgendwie Sido hingeschickt hat, so um den besten ersten Eindruck zu machen. Das sind witzige Geschichten, aber seitdem ich halt selber so ein bisschen in dieser Fernseh-Filmbranche bin, weiß ich halt, wie sowas abläuft, und das Zirkus Halligalli und auch Late Night Berlin, wie es jetzt heißt, dass sie halt konkret Leute casten oder auch für Bares für Rares. Es ist nicht ganz so gefaked wie jetzt Joko und Klaas, aber auch da ist schon viel gestellt, und gerade ja, viele Dinge, die da ablaufen, sind nicht ungeübt, also ungeprobt. Ich finde es trotzdem erwähnenswert, dass das einfach dumm ist. Also auch wenn ich es wusste, auch wenn es mich überrascht hat, erstmal, ich habe jetzt gar nicht so viel Joko und Klaas gesehen, ich kannte die Clips alle nicht, die da gezeigt wurden, aber es ist ja auch irgendwie offensichtlich bei vielen Sachen. Aber es ist einfach ein Armutszeugnis. Ich kann mich halt hinstellen, habe gesagt, ich habe noch nie was gefaked. Noch nie habe ich irgendwas gefaked. Klar, ich bin jetzt auch nicht eine große Fernsehproduktion. Aber gerade wenn man so eine Fernsehproduktion ist, hat man das doch gar nicht nötig. Da hat man so geile Mittel, um irgendwie eine geile Show zu machen. Da muss man doch nicht immer noch so eine Scheiße machen. Ich finde es einfach unnötig. Sie stellen es halt so als authentisch hin. Das ist halt das Traurige eigentlich. Ja. Klar, ich verstehe schon den Ansatz, dass es ja unterhaltsam bleibt. Irgendwie, aber für mich geht der Spaßfaktor verloren, wenn ich weiß, dass es nur gestellt ist. Da kann ich mir ja gleich irgendwie einen Film angucken. Ja. Vor allem auch einfach die Authentizität, Alter. Das ist immer jedes Mal dieses Scheißwort. Authentizität. Ja. Ich weiß nicht. Aber andersrum, du kriegst halt keine Bonuspunkte dafür, dass ich irgendwie nie gefaked habe. Ich krieg ja dafür nicht irgendwie, oh ja, du geile Sau, hier, was weiß ich. Dafür gehst du jetzt viral oder was weiß ich, was dann auch passieren könnte. Du kriegst halt einfach keine Bonuspunkte dafür. Simon Desue, der seit 10 Jahren seine Zuschauer verarscht. In einer Tour. Das stört halt einfach keinen im Großen. Ja. So. Die sind die Schlauen vielleicht, die wirklich Schlauen. Ja, sie spielen halt das Spiel so. Das ist halt Game of Thrones. Es gibt halt die wirtschaftlichen Gewinner und es gibt halt die kreativen Gewinner in der Filmbranche. Und die kreativen Gewinner, das sind selten diejenigen, die erfolgreich sind und davon leben können. Mhm. Aber diejenigen, die halt alles faken, wie auch DSDS, Supertalent und so, das sind ja alles Formate, die ja auf Fake basieren. Man muss halt auch einfach sagen, es heißt ja dann hinterher, ja, wenigstens kann ich mich abends hinlegen mit einem ruhigen Gewissen und so. Mhm. Aber das können die ja auch. Weil die würden es ja nicht machen, wenn es denen scheißegal wäre. Also wenn es denen nicht scheißegal wäre. So, also sind die wenigsten, die dann mit Gewissensbissen im Bett liegen, oh nein, oh, jetzt habe ich wieder meine Zuschauer verarscht, nee. Wenn der seit 10 Jahren macht, also. Und ich glaube, dass das bei Raab damals alles noch authentisch ablief tatsächlich. Weil auch vieles schiefgegangen ist und so, er auch erklären musste, wir waren vor Ort, aber durften nicht drehen oder das ging schief. Deswegen will ich jetzt hier mal erzählen, was ich vorhatte. Und es hat sich auch alles ein bisschen gewandelt. Aber da war ja auch nichts dabei, was so over the top war, wie jetzt zum Beispiel eine Ballonfahrt alleine. Sowas in die Richtung. Nee, so lebensgefährlich ist nicht. Nee, aber dass er bei Burger King irgendwie am Drive-In-Schalter war und so. Oder ach, solche Sachen meinst du? Ich habe jetzt irgendwie gerade an Schlag den Rab und solche Sachen gedacht. Nee. Weil das war ja alles irgendwie, das sollte ja auch so sein, dass es quasi der Otto-Normal-Mann oder Frau machen kann. Otto-Normal-Otto, ja. Der Otto-Normal-Otto. Wir müssen die Woche bewerten. Wir müssen wirklich die Woche bewerten. Erstmal interessant, ne? Ich folge dem nicht, ja. Hab einmal den Namen gesagt, krieg jetzt auf einmal von Twitter empfohlen Bodo Ramelow, einen Tweet. Herr Höcke behauptete gestern, er habe mir doch vor 5 Jahren zur Wahl als MP gratuliert. Vergesslich, der Mann. Naja, ein Blick in dieses Dings Internets. Also dann wahrscheinlich eine Quelle, dass das nicht so passiert ist. Egal. Ja. Die Woche war nicht so geil, muss ich sagen. Nee, na doch, ich muss schon sagen, was an der EU-Grenze abgeht, dass da wieder irgendwie Tränengas eingesetzt wird. Ja. Dass wegen Corona die Buchmesse abgesagt worden ist. Ja, okay. Dass ich Angst haben muss, dass meine Theaterveranstaltung abgesagt werden. Also für mich persönlich ist da gerade ganz schön viel los. Muss ich sagen, ich darf auch, oder auch, dass in die Partei nur noch Frauen aufgenommen werden die nächsten 100 Tage, das ist für mich auch ein Ding irgendwie. Für dich, sag mal eine Zahl. Also ich gehe, also mindestens. Bist du bescheuert? Also mindestens 8. Ach du Scheiße, wirklich? Es ist, weil jetzt keiner. Ich war bei einer 7, Mann. Es war jetzt irgendwie keiner gestorben, aber. Ja, okay, wir gehen auf die 8, Tino, aber auch nur, weil ich eingestehen muss, dass ich wahrscheinlich vom Super Tuesday ein bisschen enttäuscht war und deswegen die Woche schlecht finde.
Auch das ist ja letztendlich ein Ereignis. So. Es ist an sich ein krasses Ereignis, weil es hat eine 180-Grad-Drehung gemacht, die Wahl. Bernie Sanders war vorher der klare Gewinner, der Frontrunner, und jetzt ist es eigentlich relativ klar Joe Biden. Lass mich überraschen, vielleicht macht es nochmal eine Kehrtwende. Vielleicht sagt Joe Biden irgendwas total Dementes und alle sagen, seid ihr bescheuert? Man kann doch so einen alten Mann, der muss ins Pflegeheim und nicht ins Weiße Haus. Das ist ja auch die letzte Chance für Bernie Sanders. Der ist ja jetzt auch schon fast 120. Mindestens. Und dann wird es ja auch nichts mehr werden. Die Zeit wird knapp. Ich will es ganz kurz wenigstens noch erwähnen. Aldi hat gesagt, dass sie bis 2025 100% recycelbare Sachen verwenden wollen. Mal gucken, cool, ob sie sich da so handhaben wie Coca-Cola, dass sie es immer nur sagen, aber nie machen. Von wo wir gerade von denen sprechen, Coke und Pepsi werden jetzt gerade verklagt wegen Recycling. Denn bei dieser Rate, die gerade da abläuft, gibt es bis 2050 mehr Plastik als Fische im Ozean, und die sind damit hauptverantwortlich. Und Dick Van Dyke, den haben wir auch schon mal besprochen, der Bird von Mary Poppins, der war in der Crowd von Bernie Sanders, und alle im Publikum haben gerufen: We love Dick. Geil. Das fand ich sehr witzig. Das hättest du am Anfang erzählen müssen, das ist doch lustig. Ja, das habe ich vergessen, tut mir leid. Schade. We love Dick. We love Dicks. Und wir lieben unsere Zuhörer. Vielen Dank fürs Reinschalten, Leute. Es war sehr schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und dann gibt's ganz viel Pipi-Kaka und ganz wenig Politik. Zur 60. Ausgabe des Brennpunkt Internet. Ja, geil. 60 Folgen. Weißt du, dass wir auf deiner Couch saßen zur 0. Ausgabe und über Namen geredet haben. Jetzt sind wir hier im Radio.